Mit viel Prominenz wurde nach den Choreinlagen der Volks- und Hauptschüler der heurige Weihnachtsmarkt der Stadtgemeinde Fischament feierlich eröffnet. Ja, ja, so meint die Mutter, nun gewiss, das war die Maus. Sie ist ja stets zur Weihnachtszeit bei uns zu Gast im Haus. Der Markt ist heuer größer, heuer macht es die Stadtgemeinde. Und ich freue mich, dass wir diese Tradition aufrechterhalten konnten. Es ist der 30. Weihnachtsmarkt und es wird sicher nicht der letzte sein. Es sind über 40 Stangl, hat der Herr Bürgermeister gesagt. Und man sieht ja jetzt schon, wie der Besuch zeigt, kommt der Weihnachtsmarkt in Fischament gut an. Sonst würde er nicht 30 Jahre überleben. Ich bin schon eine Runde gegangen. Ich glaube, wir haben heuer einen sehr guten Mix, was jetzt die Stände betrifft und was das Angebot vor allem betrifft. Es sind sehr viele Künstlerstände auch heuer dabei. Ich glaube, man findet sicher heuer einiges, wenn man durchgeht, um zu Weihnachten, dass man es unterm Christbaum dann liegen kann zu Weihnachten. Ich mag Weihnachtsmärkte. Ich glaube, es ist eine nette Einstimmung auf Weihnachten und vor allem, man darf auch die soziale Kompetenz, die diese Weihnachtsmärkte in der Zwischenzeit entwickelt haben, nicht vergessen. Es sind sehr viele Vereine, die sich hier präsentieren können, die vielleicht zukünftig dann auch Mitglieder haben und die für die gute Sache hier anbieten und auch die Qualitätsprodukte aus der Region und wie heute gesagt wurde, regional einkaufen belebt die regionale Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze. Ich glaube, das müssten wir auch bedenken bei diesen Weihnachtsmärkten. Ich war jetzt in den letzten Jahren immer hier und ich freue mich, dass diese Tradition des Weihnachtsmarktes aufrechterhalten bleibt und dass der Weihnachtsmarkt auch immer so stark hier gemacht wird und dass so stark die Standeln vertreten sind, weil es ist nicht einfach, so einen Markt zu organisieren und vor allem über so einen langen Zeitraum hinweg. Ich freue mich schon immer darauf, dass die Fischamenter Geschäftsleute hier ihre Waren ausstellen und auch verkaufen. Und ich wünsche allen hier einen tollen Verkaufserfolg und vor allem, dass der Ruf über die Grenzen von Fischament hinausgeht. Das bietet auch vor Weihnachten die eine oder andere Möglichkeit, ein kleines Geschenk für liebe Freunde und Familienangehörige Nummer zu besorgen. 18. Wie gesagt, der traditionelle Advent hier ist immer wieder eine schöne Sache und ich komme gern her. Es ist wirklich ein gnadenvoller Tag heute für Fischament. Denn der Adventmarkt, der glitzert und leuchtet heute. Und ich bin sehr froh, dass sich so viele angeschlossen haben, die hier wieder dieses Adventgefühl in uns erzeugen. Das ist aber auch ganz nett, weil man immer wieder auch Bekannte trifft, die man schon einige Zeit nicht mehr gesehen hat. Und bei so wunderschönem Wetter lässt sich es auch ganz leicht hier durch den wunderbaren Weihnachtsmarkt durchschreiten und dann schaut man, was Neues gibt. Das ist eine Sache, die gehört ganz einfach zur Adventzeit dazu. Sie haben sich schon ein bisschen umgesehen beim Rundgang. Für Sie auch etwas dabei? Ja, also es gibt hier ganz, ganz tolle Sachen, auch zum Einkaufen, für Weihnachten, für Advent. Und natürlich gibt es auch tolle Getränke und tolle Speisen, aber zu dem werde ich am Nachmittag kommen. Kinder,